Aber das hier abbauen macht auch nicht so viel Sinn. Deswegen, wir gehen in die Höhle. Wir gehen in die Höhle und werden nie wieder zurückkehren. Dum dabi du 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 bi du wa du bi du du bi oh. Ah, okay. Hat geklappt. Na, Hundis. Wir gucken mal. Was haben wir denn so dabei? Brauchen wir nicht. Das behalte ich mal. Bogen behalte ich auch rein. Feuerzeug brauchen wir nicht. Sand brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Axt brauchen wir da unten auch nicht. So. Ich gehe nur ein bisschen abbauen, ne? So, das kann ich wieder wegmachen. Das Pferd ist hier gesichert. Oh. So. Zaun hier rein. Und dann gehen wir mal eine Stufe runter. Nämlich hier. Bau jetzt hier einfach mal ab. Das ist hier unsere kleine private Mine. Die Hermine. Ich glaube, das hier mache ich zu. Wir haben ja Wasser. So. So, ich will nicht alles zumachen, weil hell. So. Nein, nicht alles. So ist okay. So ist okay. Ich mache hier noch Fackeln hin. Jetzt wird hier erstmal ein bisschen Stein abgebaut. Toll, jetzt kommt hier schon ein anderer Stein raus. Das ist natürlich nicht das Ziel gewesen. Aber wir bauen es trotzdem mal ab. So. Ich glaube, den ersten Stein, den ich hier so ein bisschen abbaue, werde ich dann auch gleich oben in den Ofen schmeißen, weil wir werden ganz viel Ziegelstein auch brauchen. Eigentlich praktisch nur. Naja, wir brauchen ein bisschen auch normalen Stein, aber hauptsächlich Ziegelstein. Denn wir wollen dieses Mal ein schönes Haus machen. Ne, auch unser eigenes soll dieses Mal schön sein, nicht nur die Mühle. Und da brauchen wir schöne, schöne Ziegelsteine. Der Witz ist, die habe ich ja nie verwendet bisher. Nie. Ich habe mir nicht mal Gedanken gemacht, wie man die macht, ehrlich gesagt. Was eigentlich ein bisschen peinlich ist, für ein Let's Play. Aber was wiederum zeigt, dass ich halt wirklich, ja, halt ein Noob bin. Ein Kack-Noob. Ein verdammter Kack-Noob. So, das lassen wir mal braten. Haben wir gerade komische Musik, ne? So ein bisschen Höhlenmusik könnte man das schon nennen. Mysteriöse Höhlenmusik. Passt auf. Hier befindet sich Lava. Ein falscher Schritt und wir sind tot. Oder der Stein ist kaputt. Weg. Für immer. Für immer.
Ich sehe schon kommen, dass ich noch in die Lava fliege. Ich baue jetzt hier diesen roten Stein trotzdem auch ab, einfach damit hier alles auch richtige Höhe hat. Alles gleichmäßig ist. Weiß gar nicht, was man mit diesem Stein machen kann. Vielleicht finden wir ja das auch noch raus. Ja. Oh. Jetzt hab ich's kaputt. Ich werde heute auch nicht eine allzu lange Aufnahmesession machen. Das muss ich vielleicht auch noch erwähnen, weil ich werde nachher noch ein bisschen ins TS gehen, mit den Leuten von der Gamergemeinde quatschen und da noch ein bisschen Spaß haben. Vielleicht noch ein bisschen Overwatch spielen, wer weiß. Weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall werde ich heute noch nicht sehr viel am Haus machen. Ich möchte natürlich in erster Linie den Boden mal fertig haben. Das wäre schon mal super. Dann hätten wir schon mal die Basis für weitere Dinge dann geschehen. Was haben wir denn eigentlich für Zeit? Okay. Das hier, ich glaube, das ist genug ausgeleuchtet hier, hoffe ich zumindest. So. Gucken wir mal. Jetzt müssten wir ja auf jeden Fall genug Stein haben, um das fertig zu machen, den Boden. Den Rest werde ich dann in Öfen schmeißen. Das ist sehr wichtig. So. Und der Boden ist fertig. Sand habe ich jetzt keinen mehr bei, ne? Tipp, 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 tipp. Was ist denn das hier wieder für Musik? So, ich glaube, den Rest lasse ich tatsächlich erstmal so. So, wir haben auf jeden Fall noch was, um in den Ofen zu schmeißen. Das mache ich auch noch. Dim, 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 dim. Wie sieht es hier mit unserem Anbau aus? Ja, der kommt langsam. Wir müssen ja noch Schäferlein vermehren. Ich weiß gar nicht, ob die Biene jetzt da drüben schon Schäferlein hat. Das müsste man mal gucken. So, Bücherregale wollen wir ja irgendwann auch machen. Deswegen sammle ich hier auch mal ein. So, da haben wir ein bisschen zu viel abgehaut. So. Es ist Nacht. Oder ist noch nicht alles? Schnell ins Bettelein. So. Meine Notiz mal weghauen. Da, 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 da. So. Ich gehe mal ganz kurz zur Biene rüber.
Mal gucken, ob die da schon irgendwie Schafe oder sowas hat. Ich weiß ja nicht, ob die in der Zwischenzeit gespielt hat. Zutrauen würde ich es ihr. Ich sehe ein Huhn. Ne, die hat ja hier ihre wunderschöne... Oh, da könnte man auch... Nein, machen wir nicht. Na, Schweine hat sie hier. Aber Kühe, Schafe hat sie nicht, wenn ich das richtig sehe. Hat sie noch einen Weg gebaut? Oh, was haben wir denn da? Ist das von ihr? Hat sie das gemacht? Wahrscheinlich, ne? Sieht sehr danach aus. Aber so wie das aussieht, hat sie keine Schafe. Schafe hat sie keine. Dafür aber Schweine umso mehr. Umso mehr, umso mehr. Oh. Nein! Komme ich jetzt hier nicht mehr raus? Doch, da. Die Musik ist wieder laut, Mann! Die Musik ist laut. Die Musik ist laut. Oh, wir. Oh, Alter, Vater! Unscharf. Wir haben kein Seil. Wir holen Seile. Wenn wir schon Schafe sehen, dann müssen wir die auch mitnehmen. Biene kann ja dann bei uns mal 1, 2 nehmen, damit sie dann auch züchten kann. Sofern sie das möchte. Aber ich denke mal ja, weil sie hat ja in der letzten Aufnahme gesagt, wo sind Schafe? So, den Assheimer kann ich eigentlich da lassen. Ich hätte ja auch schon Angst, dass ich die Schafe töte. Ne? Das mache ich doch nicht. Ich töte doch keine Schafe. Ja, ich weiß, es passt nicht zu der Musik, aber ist mir eigentlich gerade ziemlich egal. Hallo, Schaf. Na? Suchst du Freunde? Ah, dann komm mal mit. Dann komm mal mit. Mein Schäferlein. Hm? Ich habe dir da Freunde, nur für dich allein. Na komm. Hallo, Schaf? Schaf? Ah, jetzt. Tup, 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 tup. Na, komm her, komm her. Komm rein. Aber, nein! Ihr bleibt drin. So nicht. Na, 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 na. Das macht man nicht. Ne? Ich glaube, es hackt. Ich weiß, es ist jetzt nicht wirklich ein großes Gehege, aber hallo? Hier mal gucken, ob ich noch eins finde. Obwohl, wenn ich so auf die Zeit gucke, sind wir eigentlich gut dabei, bald mal eine Aufnahmepause zu machen. Oh. Ich glaube, ich lasse das wachsen bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das mache ich so. Ich überlege sogar, ob ich... Wisst ihr was? Oh, hier haben wir ja auch noch überall. Alter. Oh, das war zu tief. Stimmt, da hatte ich ja auch angebaut.
seien sie ins Wasser gefallen. Ich hab's gehört. Egal. So. Also wenn wir da nicht relativ bald mal Dingens bauen können, Bücherregale, dann weiß ich also auch nicht. Da weiß ich aber auch nicht, du. Es gibt viele hier. Eieieiei. So, haben wir alles wieder angepflanzt? Nee, da haben wir wieder noch was. Ja, Varillus, man kann es auch übertreiben. Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Kann man nicht. Kann man nicht. Kann man nicht, oh nein, kann man nicht. Oh. Das war jetzt so nicht geplant. Ja, ich werde das Ganze dann irgendwann wieder wegmachen. Das ist dann schon übertrieben, wenn wir das hier so natürlich dann lassen. Machen wir dann natürlich schon nicht. Aber jetzt so fürs Pflanzen? Finde ich das ganz gut. Achso, das war das letzte. Okay. Okay. Oh, da haben wir ja auch noch welche. Überall stehen hier welche rum. Wer macht denn sowas? Das war bestimmt Biene. Na, wenn ihr Biene seht, dann sagt ihr bitte, nächstes Mal bitte nicht so übertreiben. So. Was haben wir für Zeit? Sehr, sehr gut. Wir können natürlich auch hier unten eigentlich Stein abbauen, das würde auch gehen. Ah, das war da, wo ich mal mit Biene drin war, ne? Da habe definitiv ich die Fackeln gesetzt, das sieht man sehr schnell. Ist überall noch Eisen. Naja. Ah, ich bin ja gespannt, wie dann am Schluss das mit dem Haus, ob das so funktioniert, wie ich das haben möchte, ob es mir dann auch gefällt. Ich habe während dieser ganzen Aufnahmesession, gut, das war nur eine Stunde, habe ich tatsächlich kein einziges Mal Kaffee getrunken, weil ich auch keinen Kaffee hatte. Du stehst nicht traurig. Auch die Samen. Wir müssen aber tatsächlich auch mal irgendwo ein Feld machen, aber ich will mir halt jetzt hier nicht schon irgendwo ein großes Feld hinpflastern, wenn ich dann vielleicht irgendwas hinbauen möchte später. Deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, ihr versteht das. Hoffe ich zumindest. Und ansonsten halt nicht.
Oh, Sand haben wir aber auch einiges hier. Das ist eigentlich ganz gut. Glas werden wir auch brauchen. Soll ich vielleicht noch einen Ofen 2 machen? Das würde vielleicht hier Sinn machen. Bevor wir dann definitiv... Hundi, bist du da im Weg? Ja, klar bist du im Weg. Mal bitte zur Seite. Oh, ich hätte einen mehr machen können. So. Dann brauche ich Kohle. So, den brauche ich. In einem mache ich, glaube ich, Glas. Habe ich jetzt nicht mehr Stein? Anscheinend nicht. Naja. Aber da gucken wir dann das nächste Mal, denn ich mache jetzt Schluss für heute und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüssi!